Leute, Mischa hier und wir kommen hier aus der Chainless Life Kommandozentrale hier in Cape Town. Ihr könnt von Glück reden oder wir können von Glück reden, dass wir noch am Leben sind, weil gestern hier am Tafelberg hat wieder fett gebrannt. Der dritte Brand in dieser Saison jetzt schon. Also hoffen wir mal, dass es auch der letzte ist. Und ganz krass, wir haben heute hier Wale gesehen. Babywal und Mamawal schwimmen zusammen hier schön zum Südpol. Und yo Mann, ich habe jetzt gerade festgestellt, wir haben heute eine 250.000 Downloads beim Chainless Life Podcast geknackt. Eine 250.000 Downloads in nicht mal 4 Monaten. Damit kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, dass wir der schnellst wachsende Podcast in Deutschland sind. Und das, Leute, nehme ich nicht für selbstverständlich. Eigentlich muss jetzt das Ziel sein, das Ganze weltweit zu scalen, Bro. Ja, willst du es machen? 2019, scalen, ja klar, Alter, mit einem Team. Ja, wir sind nur zu zweit. Hä? Wir sind nur zu zweit. Nein, Alter, wir haben ein ganzes Team am Start. Wir haben jemanden, der jeden Moment präzise festhält. Jemanden, der mir jeden Morgen mein Make-up macht. Und natürlich auch die Quotenmodels. Und zum Schluss natürlich auch der, der unsere ganzen Heldentaten in Worte verfasst. Yo, und wer rasiert jetzt deine Beine? Wieso meine Beine? Ja, Alter, guck, die Mann. Du kannst das Natural Bodybuild direkt aus deiner Bio nehmen, Alter. Wieso? Ist doch voll natural, Alter. Voll natural, die Beine hier. Alter, bist du jetzt nicht mehr gay, oder was? Nicht mehr gay? Bist du schwulfeindlich auf dem Blog hier? Geht's dir noch, Alter? Du kommst in den Ofen. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Bist du gar nicht windschnittig genug für die Squats? Ja, wir müssen auch noch Beine trainieren gehen, hä? Die kriegen sowieso schon so wenig Klicks, die Beinvideos. Das heißt, eigentlich müssen wir die mal wieder shaven. Und dann könnte ich euch auch endlich mal meine Shaving-Routine zeigen. Weil viele Leute glauben mir immer noch nicht, dass ich mich fast nicht nass rasiere, meinen ganzen Körper. Alles machst du hier. Ja, ich film. Ich film das selbst. Da brauch ich das aber auch sehen, Micha. Du bist nämlich ein Shaving. Heute Abend. Ja, ich wusste schon immer, also meine Shaving-Routine ist nämlich, habe ich noch nie offiziell auf YouTube gemacht. Leute fragen immer, Micha, was machst du für deine Haare? Rasierst du dich nass immer, weil das sieht immer so krass aus? Nee, Leute, das hier. Das ist das Zaubergerät hier, schaut mal. No problem. Sag mal, wenn wir einen Amazon-Link finden, bitte direkt, gell? Machst du safe, Bro. Was machen wir jetzt hier? Ihr seht, Chest Hair rasiere ich natürlich immer. Bauch auch. Arme kann man auch rasieren. Mache ich so circa alle 10 Tage einmal. Ich habe nicht so einen starken Wuchs. Das heißt, ich stelle jetzt hier auf ohne Aufsatz. Man kann sich an dem Ding auch nicht schneiden. Also, hey! Mit dem Ding hast du übrigens auch deine Haare geschnitten. Am Venice Beach, Bro. Und ich rasiere mir mit dem natürlich auch die Eier. Aber wie ich das mache, das erkläre ich euch am Schluss. Ganz easy hier, immer gegen den Strich. Ich habe eine Zeit lang sogar meine Hände rasiert, Alter. Baby Skin. We're coming to the right moment, babe. Oh mein Gott. Aber weißt du, was du schnell für Hamstrings bringst? Hä? Ja, so schnell für Hamstrings, ja. Aber not your yet. Balls. Huh? No, I'm shaving my own balls, no worries. Are you sure? Yeah. Serenia. Serenia brauche ich wirklich nur für die Hamstrings, weil die sind mittlerweile so dick geworden, dass ich da einfach nicht mehr selbst richtig schön rankomme. Aber die Quads rasiere ich mir selbst, die Waden zum größten Teil auch. Fuß, schau mal. Alter, was rasierst du eigentlich alles? Da ist noch ein Haar, da ist noch ein Haar. Ja, zwischen den Zähnen sind keine Haare. Hinter deinen Ohren, Ohrhaare. Das mit der Fußsohle, die muss auch noch. Ey, da ist voll die Haare an den Füßen, Mann. Deine Nippel auch noch. Wenn du dich hier mal einklemmst, das tut weh. Bäm. Macht einfach so. Geil, oder? Das ist bestimmt von einer Frau mit haarigen Titten gelernt. Shave Statics. Alter, du bist ein richtiger Fetischist, Mann. Jetzt kommt die Bikini-Zone hier, schau. Ganz easy. Letztes Mal in der Sauna warst du aber nicht rasiert, Micha. Ich habe der Serenia versprochen, als wir uns einen Monat nicht gesehen haben, dass ich mir weder die Eier, noch den Schwanz, noch sonst irgendwas da unten rasiere. Weißt du? So als kleiner Beweis, dass ich committed bin. Das heißt, sie hat sich auch einen Monat nicht rasiert. Vielleicht. Frag sie mal. Dein Bauchnabel musst du auch noch mal. Da müsst ihr dann mit dem Finger, schau mal. Siehst du das? Da müsst ihr mit dem Finger die Haut wegziehen. So. Ganz einfach die Haut ein bisschen nach oben ziehen. Und dann hier so ins Loch rasieren. Hier auch ganz wichtig. Wenn ihr jetzt eure Eier damit rasieren wollt, Bedienung auf eigene Gefahr, dann stellt ihr hier auf 1,1. Dann habt ihr noch einen kleinen Sicherheitsabstand. Und ich simuliere es jetzt mal. Stellt euch jetzt vor, das wäre der Sack hier.
dann rasiert ihr wirklich so am Sack entlang, ganz vorsichtig, gegen die Haare. Und dann kriegt ihr so 80% der Sackhaare auch schon weg. Am besten Stück wird es dann nochmal ein bisschen schwerer, weil dort wachsen die Haare meistens nach oben. Das heißt, da müsst ihr dann von oben nach unten ganz vorsichtig sein. Habe ich mir schon so oft den... Der Rasierer ist aber viel zu groß für dein kleines Ding. Einfach in die Squat-Position gehen. Dann kriegt ihr auch wirklich so alles richtig schön weg dort. Und dann kriegt ihr auch den vollen Service dann von eurer Freundin. Gell, Marcel, stehst du auf den vollen Service? Oder bist du mit dem kleinen Service auch schon zufrieden? Nur Ölwechsel reicht bei dir. Siehst du hier diese Area hier? Da kriegst du einen Nackenstarre. Also du hast einen Hals wie Insko. Also du hast einen Hals wie Inski, genau. Ziehst hier einfach runter, schau mal. Nächstes Mal nimmst du einfach weniger Roids. Dann musst du weniger Fläche rasieren. Und zum Schluss von unten dann auch wieder hoch. So, bei den Beinen, mein Tipp, fangt immer zuerst mit den Waden an. Weil wenn ihr zuerst den Quad rasiert, sind dann so viele Haare an euren Waden, dass ihr nicht mal mehr wisst, welche jetzt von oben kommen und welche wirklich real sind. Das heißt, ich versuche meistens eine Lunge-Position einzunehmen, weil dann muss ich mich nicht so krass bücken. Bam! Nicht mit dem Wasser runterspielen, Leute, weil sonst habt ihr die Sauerei. Nice. So, und jetzt hier die Kniepartei. Da empfehle ich euch wirklich fein drüber zu fahren. Aber da kann es auch sein, weil die Haut wieder ziemlich lose ist, dass ihr euch schneidet. Das heißt, hier wirklich ganz, ganz entspannt hier so, einfach nur so drüber. Marcel! Jo Leute, machen wir jetzt ready fürs Training. Soll ich dir auch meine Beine rasieren, Julia? Ah, welche? Gary, hol mir mein Zopfgummi. Dein Zopfgummi? So Leute, wir sind back in the gym und jetzt gibt's eine richtig geile Beineinheit. Leute, vernachlässigt die Beine nicht. Ich weiß, die Leute finden Beine nicht so geil, weil man sie im Club nicht sieht. Aber sobald die Hosen fallen, Leute, und was mir immer wieder auffällt, bei vielen Athleten, aber auch bei Anfängern, sie trainieren irgendwie aus irgendeinem Grund fast immer nur die Vorderseite, immer nur die Quads. Und das sieht dann irgendwann richtig ungeil aus, wenn man nur so die Quads trainiert und von der Seite die Hamstrings so richtig untergehen und auch die Körperhaltung sich dann so also nach vorne neigt. Deswegen schaut, dass ihr immer ausgeglichen trainiert. Fangt vielleicht sogar mit Romanian Deadlifts an, wenn ihr eine Schwäche habt. Und trainiert auch Sachen wie jetzt hier Bulgarian Split Squats, weil die trainieren nicht nur die Quads, sondern auch zu einem großen Teil die Hamstrings. Und so machen wir heute das Training. Wir fangen an mit Bulgarians, gehen dann zu den Romanians, machen dann Beinpresse, Beinbeuger und finishen richtig schön mit Abs und Calves. Und du machst auch wieder eine richtig geile Einheit, Bro, weil zur Fieber musst du in Start sein, gell? Let's go! Yo! Ja, back! Gary, by the way, stell dich mal kurz vor. Servus, ich bin Gary. Wir schreiben zusammen ein Buch, Famous Life. Ja. Und deine zweite Funktion hier ist? Marcel, das Dating beizubringen. Good game. Ja. Das Game ein bisschen beizubringen. Und das machst du sehr gut. Vielen Dank. Die Quote ist seit gestern um 2000% gestiegen. Ja, 7 Nummern am ersten Tag. Das heißt schon fast, dass wir bald mal ein Dating-Paket mit dir machen müssen. Ja, Bro, aber ich muss mich jetzt auch beeilen, Mann. Okay, das du musst dich jetzt, du hast ein Date. Ich muss mich jetzt beeilen. Oh shit, also mach dich jetzt fresh, mach dich ready. So, als allererstes muss man das Ding jetzt hier raus, ey. Ja, was ist das, Alter? Ich bin lesbisch. Fuck. Frauen wollen richtige dann, Männer. Komm mit. Hast ein geiles Öl, Alter. Zum Einreiben. Nee. So, jetzt wird gleich mal deine Shaving-Maschine ausprobiert. Wo rasierst du dich denn jetzt genau? Ich sehe gar keine Haare bei dir, Alter. Das war meine Lektion in meinen Vegas, Leute. Wenn ihr am Abend rausgeht mit dem Ziel zu landen, dann rasiert euch immer, macht euch immer so fresh, wie es nur geht, investiert so viel wie möglich und denkt auch immer dran, dass es auch hier im Kopf anfängt. Das heißt, macht euch nicht nur äußerlich ready, sondern auch innerlich. Meditiert, manifestiert es, visualisiert es. Das sag ich dir jetzt auch gerade, bevor du dich hier anfängst, schön zu machen. Das ist Special Öl, Leute. Sag mal das Special Öl. Special Öl, wir wollen keine Werbung machen. Zähne putzen noch. Ja. Pomade. Ja, also amigo. Privacy! Ja, ich gehe jetzt, ist gut. So, der Master macht sich jetzt ready und er ist schon ein bisschen aufgeregt. Was denkst du, Gary, wird es heute was? Es wird heute was. Wird es heute was? Definitiv. Die Sterne stehen gut, hä? Ich habe ihm alles beigebracht. Alles, was du machst. Du hast ja auch schon ein Dating-Programm geschrieben, komplettes, hä? Yes. Bist du da gut am Start? Ja, dann bin ich mal gespannt. Und wir geben euch auf jeden Fall noch ein Update durch. So, Rosa, du hast es gesehen, der Master macht sich jetzt ready. Was denkst du, was muss er rasieren und was...
Wo sollten die Haare am besten bleiben? Für alle Fälle Intimrasur. So Julia, von dir müssen wir es jetzt auch noch wissen. Der Marcel macht sich gerade ready und weiß nicht ganz, wo er sich rasieren soll. Deswegen auf jeden Fall im Intimbereich. Intimbereich ist immer noch ist aktuell. Das allerwichtigste. Unter den Armen, Rücken, wenn man behaart ist. Oh ja. Oh. Oh ja, aber dadurch, dass Marcel eh keine Haare hat. Was ist? Marcel ist fix safe am Rücken. So Marcel, sag mal, was heute passiert? Checks gab's nicht. Aber genudelt wurde trotzdem. Was ist? Jo, sie hat mir so eine Sprachmemo gemacht, von wegen, sie kommt dann später. Ich so, yo, easy, komm einfach später. Dann musste ich aber noch essen gehen. Ich so, yo, Alter, jetzt habe ich keinen Bock mehr, noch 2 Stunden zu warten. Und es ist ja die Ende der Story. Dann gibt's heute halt nur Hand-Action, oder? Genau, heute gibt's eine Hand-Action. Morgen geht's weiter, da shooten wir Monster-Model, falls ihm die auch absagt. Geil! Und? Machen? Ich würde sagen, wir gehen schlafen, eine Runde Mario Kart spielen im Cinema Room. Peace out.